Ich fange an, yeah, ich darf spielen. dann sollten wir keine Zeit verlieren, sind unsere Daten ganz? Schnell, ja, bestimmt. Okay. Wenn du guck mal, es liegt keiner im, doch einer liegt im Dings. Ach, aber einen können wir verkraften. Ja, willkommen zurück, XCOM 2, wir haben wieder mal Pause gemacht. Wie so oft? Wir gucken mal erstmal, was es noch gibt. Hier ist ein Wissenschaftler. Ja, Wissenschaftler. Pff. Was haben wir noch? Furien, Alien-Legierungen? Haben wir eine ganze Menge? Ganz viel, ja. Ah. Fliegst du trotzdem mal hin? Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinfliege. Na, einfach erstmal doch zu den Alien-Legierungen, glaube ich. Nee. Nach Australien. Da fliege ich hin. Das habe ich angeklickt. Gut, oder? Touristenstapel in West-Australien. Lebenszeichen, da gibt es Informationen. Informationen können wir gebrauchen. Ja, immer, ne? Also grundsätzlich. Ziellabor! Whoop, whoop! Schauen wir uns das mal an. Lange drauf gewartet. Hui! Mhm. Wir sollten da mal einen Rekruten reinstellen fürs Endspiel. Fürs Endspiel? ja, das sollten wir jetzt auf jeden Fall machen, weil es dauert ein Weilchen, die auszubilden. Ja. Da brauchen wir aber einen. Also kannst du mal. Achso, das erhöht die Ausbildungsgeschwindigkeit. Wir brauchen einen Soldaten, den wir da reinpacken können. Wir haben aber gerade keine Rekruten. Also solltest du vielleicht mal einen Rekruten rekrutieren. Das macht bei Kommando, glaube ich. Ach, da oben. Nee, auch nicht. Okay, bei Waffenkammer rekrutieren, genau. Da suchen wir uns jetzt mal einen. Was wollen wir? Wir haben eine Menge zur Auswahl. Das ist Schottland. Schotten. Hört sich gut an. Ja, mal Schotten. Kostet auch nur 25 Vorräte. Die kosten, glaube ich, alle nur so viel. Ich weiß. Wahrscheinlich kosten die Chinesen ein bisschen weniger, einfach. Ja. Jetzt so haben wir einen Rekruten. Ja. Und hier im Psi-Labor. Aye, mate. We can put him in. Into the Psi-Labor. Oh, mein Schottisch ist so schlecht, meine Aktie. Aye, mate. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja. Und Melissa Wurz ist auch gleich drin. Huhu. Super, super. So, hier entfernen wir die Alien-Maschinen. Alien. Hier sind schon Energierelais drauf, sehr gut. Ja. Ja, sollen wir jetzt, dann können wir sie aber da drin lassen, oder? Ja, lass uns. Aktuell, jetzt hier sitzen zwei. Das erhöht die Ausbildungsgeschwindigkeit, wir wollen ja unseren Psi-Soldaten haben. Ja. Weil die sind richtig geil, weil wenn du einen Psi-Soldaten auf die vorletzte oder sogar letzte Stufe bringst, das dauert dann schon einen Monat oder länger, oder zwei, dann kann der auch diese ganzen Wirbel und so, die diese psionischen Gegner können. Ah, okay. Also zum Beispiel diesen, der dann alle Waffen deaktiviert und so, das kann der dann auch. Ja. Psi-Spalt oder so heißt das, glaube ich. So, hier ist jetzt keiner mehr drin, ne? Ja, zwei. Achso, vier. Vier. Liegen da. Sind sogar vier verwundet. Fürs, ja, aber die sind dann nicht sollten wir sie da drin lassen. Aber die sind nicht wichtig. Energie brauchen wir auch. Jetzt haben wir keinen, der hier weiterbauen kann. Dann nimm doch da raus. Ja. Wir brauchen mehr Ingenieure. Eindeutig. Da muss sie da wohl rein. Tja, Melissa. Glatzen Melissa. So. Dann dauert das halt 10 Tage. Boah. Ja, mein Gott. Kriegen das schon noch irgendwie wieder gedeichselt. Wenn wir das nächste Mal irgendwo aufploppen sehen, Ingenieur, dann, wir können auch mal beim Schwarzmarkt gucken, wo man gegen Infos Leute kaufen kann. Ja. Vielleicht gibt es da sogar einen Ingenieur. Das würde sich, das finde ich, sogar anbieten. Also ich würde jetzt erst noch die Infos einsammeln und dann können wir ja mal zum Schwarzmarkt fliegen. So, jetzt gucken wir mal. Forschung. Was die Berserker können. Bla bla bla, ist halt stark. Ja. Aufputschserium. Ja, ein weiteres Item, was man wahrscheinlich nicht so oft benutzen wird. Weil okay, viel ist mir nicht mehr zu erforschen. Ja. Ja, das wird dann sehr dünn zum Ende hin. Also das, ist so, ja. Ist tatsächlich blöd. Das heißt, wir brauchen den Wissenschaftler wirklich nicht. Nee, ich würde eher einen Ingenieur mir besorgen. Na, weil da ein Wissenschaftler ja war. Ja, ja. Nee. Brauchen wir nicht. Ah, oh. Oh, ach, einfach Geld. Okay, ich dachte jetzt, was Schlimmes. Was haben wir denn? Nächster Vergnügungsschlag in einer Woche. Das heißt, es wird vielleicht die nächste Mission sein, die wir machen müssen. Wenn wir Pech haben, kommt davor noch eine und dann haben wir richtig abgekackt. Ja, ja, das schaffen wir auch. Advent ging einen Monat lang um 100%. Das ist der Preis egal. Ist nicht so schlimm. Das ist auch egal. Also wir sollten vielleicht dann jetzt noch einen Rekruten uns irgendwie holen. Einfach einen noch. Oder wir lassen es. Die Alien verbessern ihre Verschlüsselung, monatlang 1% erhöht, ja. Soll ich das mal aufdecken? Andererseits brauchen wir das nicht. Ist doch jetzt egal. Lass uns erstmal lieber versuchen, einen Ingenieur zu kaufen. Machen wir erstmal die Infos zu Ende. Ja. Das ist ja nicht mehr so lang. Yay! 56, immerhin. Genau, soll ich noch einen Rekruten einsetzen? Ich würde fast sagen, dass wir uns einfach noch... Na, zu den Vorräten vielleicht? Aber habe ich das ihm gesagt? Ach nee, er fliegt zurück. Er fliegt zur Base. Back to Base.
Na, es war ja auch die Richtung. Ja. Fliegen wir erstmal dahin? Genau. Dann brauchen wir eh kein Geld, da brauchen wir nur Infos. Und was kriegen wir Schönes? Also manchmal haben sie auch einfach keinen Ingenieur, aber kaufen. Preise sind nicht verhandelbar. Ja. Wir haben einen Ingenieur. Ja, 95 Info. Würde ich machen. Passt doch. Ja, können wir uns leisten. Überragender Schaft, das klingt wieder wie eine Penisprothese. Ja. Just saying. nö, finde ich, das ist in Ordnung so. Oh, guck mal, was die alles mit einmal kann. Alles. Ja, und dann weiter zu den Vorräten. Also erstmal Rekruten, bevor wir es vergessen. Ja. Achso, na, stopp, stopp. Klickt's gerne da unten hin. Ja, wir haben das jetzt ja auch schon wieder in Weiche nicht gespielt. Nee, also, ich auch nicht. Ja, ich dachte, ich komme da hier in dieses Raumschiff zurück. Das war meine Idee. so, als erstes machen wir mal hier unsere neue rein. Genau, Maggie kann da direkt mal, kommt direkt rein ins Schiff und darf erstmal das Psi-Programm unterstützen, was jetzt nicht gerade das Simpelste ist. Na, aber sie hat, wir haben die ja auf dem Schwarzmarkt gekauft, sie hat da Erfahrung. Sie kennt sich aus. Sie kommt da aus einer Untergrundeinrichtung, die sich mit Psi-Sachen schon immer beschäftigt hat. Ja, immersiv, was wir hier machen, storytechnisch. Was ist eigentlich mit der Bar? Ich habe mit der Bar noch nie irgendwas zu tun gehabt. Keine Ahnung, was man da macht. Vielleicht sollten wir sie mal da mal reinschauen. Ja. Rekrutieren. Dann holen wir uns mal noch einen. Was haben wir nationalitätentechnisch noch so gar nicht? Was ist denn das eigentlich? Pakistan. Pakistan, die sind doch krass im Schießen und so, weil die sind doch so, die müssen doch immer trainieren gegen Indien. Ja, ja. Die sind doch eigentlich ganz geil. Oder wir haben jetzt einen Schotten, wir könnten uns auch noch einen Iren dazu holen. Die Erin, die exakt so aussieht wie Shankar, oder? Nee. Achso, das Bild ist eben nicht umgesprungen. Ja. Okay, ja, wir können doch, dann lass uns doch mal die Großbritannien, die britischen Inseln, meine ich, voll machen. Ja, okay. Ja, komm. Sehr gut. Da guck doch mal noch kurz in die Bar. Ich will mal wissen, was das ist. Da gibt es gefallene Soldaten. Ach so, da kann man sich die nur angucken. Das sind natürlich jetzt nicht so viele, weil wir... weil wir sehr gut gespielt haben. Weil wir genau... Wir haben niemals geladen dann, wenn einer gestorben ist. Nein. Mm-mm. Niemals. Hätten wir guck nie mal, verwundet null. Warum Perfekt. Liegen dann... Ach so, die sind jetzt alle wieder geheilt. Dann kannst du doch auch Freiräumen noch eins mehr zuweisen. Zum Beispiel, dann haben wir den kann schneller wieder... Das müsste doch gehen. Dann haben wir schneller wieder einen zur Verfügung. Sehr gut. Ist das auch bald fertig? Dann holen wir uns jetzt unser Geld ab. Ja. 400. Ja, wir hatten jetzt ja wieder mal einen Monat Pause ungefähr, weil wir halt aufgrund meiner Arbeit nicht dazu gekommen sind, aufzunehmen, hauptsächlich. Ja. Und der Witz ist, jetzt bin ich halt demnächst im Urlaub, im Sommerurlaub quasi, ein bisschen verspätet. Im Herbst, aber was? Im Herbst, ja, Spätherbst. Nee, Frühherbst, spät September. Und jetzt extra da machen wir mehr Folgen, die wir dann da zeigen können in dem Urlaub, wo man normalerweise sagen würde, ich mache jetzt Urlaub, da haben wir jetzt nicht so viele Folgen. Ja. Also es ist genau falsch rum. Aber gut, wir könnten da jetzt zum Beispiel mal, was brauchen wir denn dringend? Wir brauchen Energie nicht dringend, Kontakte könnten wir demnächst Energie mal wieder haben brauchen. Wir hier, das können ausbauen. Wir noch ausbauen. Dann würde ich vielleicht mal überlegen, ob wir da nicht vielleicht sogar schon diese Schattenkammer dann mal anfangen, wenn wir uns das leisten können, weil die brauchen wir für die Story. Und alles andere ist halt nicht unbedingt nötig. So Verteidigungsmatrix. Wie gesagt, die brauchen wir nicht mehr, die Mission ist schon vorbei. Schade. Also das spoilere ich euch jetzt einfach mal. Es gibt keine weitere Mission, wo man angegriffen wird. Alles, ne? Ja, schnellere Forschung ist Schnurz, weil es gibt kaum noch Forschung. Ja, und eine Werkstatt haben wir. Also das Einzige, was wir noch brauchen, ist Energierelais und die Kommunikationszentrale eventuell. Aber beide nicht dringend. Nee, jetzt gerade nicht sofort dringend. Das würde ich dann erst wieder als nächstes dann bauen. Würde ich schon bauen, also nicht sofort. Wir haben keine freien Kapazitäten mehr. So. 7 Tage, das ist doch gut. Das ist doch gut. Vorräte haben wir auch ordentlich. Das können wir doch dann. Haben wir noch einen Ingenieur? Einer müsste noch frei sein. Müsste frei sein. Camille. Das sind übrigens sehr viele Frauen. Was ist denn los in der Zukunft? Ja, mehr Frauen. Guck mal, sieht man sogar, dass man die aufrüsten kann. Kannte ich noch gar nicht. Beim Psi-Labor kann man dann, glaube ich, 2 gleichzeitig trainieren oder so. Aber jetzt lass uns erstmal einen durchziehen. Lass uns erstmal einen durchziehen, dann den nächsten. Und dann haben wir 2 mehr, brauchen wir sowieso nicht. Richtig. So. So, Vorräte. Sag mal, wenn die voll ausgebildet sind, sind die so stark, dass du auch nur einen brauchst, weil der geht dann auch niemals. Also wenn du dem noch eine krasse Rüstung gibst und so, dann und den ein bisschen beschützt in der Mission, brauchst du nicht mal 2. ignorieren. Immer im Zweifelsfall erstmal ignorieren. Neue Wissenschaftler, Ingenieure, nee, brauchen wir nicht. Wir haben alles. Ja. So, jetzt könnten wir dann mal anfangen, irgendeinen neuen Kontakt herzustellen, vielleicht.
Genau. Weil das ist so, immer Europa gut. Ist voll, Afrika Asien wir machen. Ist voll, Ozean ist voll. Hier haben wir schon oder einen, USA. Dann sollten wir hier weitermachen, oder? Können wir auch mal machen. Dann machen wir Mittelamerika. Neumexiko. Oder Neumexiko. Geht nicht. Kostet 120 Info. Ist leider zu teuer. Tut mir leid, Nick. Haben wir für den Ingenieur ausgegeben. Was sagt Westamerika? Können wir uns leisten. Dann machen wir das. Machen wir erstmal, ist Nordamerika erstmal fertig. Ist doch auch gut. Na, das Mittel gehört auch zu Nordamerika. Nein, das kann ja gar nicht sein. Muss ich leider enttäuschen. Ich bin kein Geograf, ich kenne mich da nicht so aus. Da, siehst du? Ja, verdammt. Psi-Ausbildung, so machen wir direkt weiter, weil so nützt er uns noch nichts. Kann aber inspirieren. Jetzt kann er inspirieren, so Wahnsinn. Lass uns mal weitermachen, jetzt können wir nicht entscheiden. Das sieht aber cool aus, der hat diese Hulk Hogan Bart, hat er. Oh. Eigenen Psi-Soldaten sich dieselben Kräfte zunutze machen. Ja, aber bis der richtig geil wird, braucht er noch ein bisschen. Jetzt können wir uns nämlich genau, Beförderung verdienen, genau wie jeder normale Soldat, ja. Nur mit eben Psi-Fähigkeiten. Jetzt können wir uns aussuchen, was er als nächstes lernen soll. Jetzt lass uns mal gucken. Stasis betäubt das Ziel, Ermunterung ist nicht so wichtig. Ich finde eigene Buffs, also die eigenen Leute hochbuffen, finde ich nicht so geil wie die krassen gegnerschädigenden Sachen, die sind irgendwie geiler. Das mit den Sprengsätzen ist auch echt nicht schlecht, gerade gegen Robotergegner, aber on the other hand, Robotergegner können wir auch hacken. Und die meisten, also die wenigsten Nicht-Robotergegner haben Sprengsätze dabei. Ja. Also weil die meisten setzen halt auf andere Waffen, die Gegner. Und deswegen, ich habe das immer erforscht, aber immer erst so als drittes oder so, oder als viertes. Ich finde das eigentlich aktuell am Sinn, also interessant. Findest du Ermunterung echt gut, weil ich benutze das immer gar nicht. Also, aber es ist halt eine andere Spielweise. Weiß ich nicht, ob ich das nachher benutze. Ja. Aber ich finde, das hört sich ganz interessant an, weil wir haben ja öfter mal schon so... Ja, na dann nimm das zuerst. Wir kriegen ja immer drei neue. Verwirrt oder auch übernommen, das geht vielleicht ja auch dann. Ja. Genau, na, dann lass uns das doch machen. Wir müssen ja, es geht ja sowieso schneller als das. Dieser Hulk Hogan ist so geil. Ich finde diesen Bart, der ist der Hammer. Das ist halt auch super, wie der ausgebildet wird. Ja, setz dich mal in die Kammer für eine Woche. Ja. Naja, er darf ja auch hinten da bei den Kisten, darf er ja auch rumstehen und da Sachen machen. Das hat man ja eben gesehen. So, das wird dann richtig geil. Als Hexenmeister oder Magus, da geht's richtig. Ach so, ab. Das ist hier nicht mehr mit. Nee. Das ist jetzt immer auf der Seite. Was man da auswählt, oder? Man kriegt halt immer drei Fähigkeiten bei jeder Stufe, die man dann als nächstes erfordert. Also ich glaube, es gibt einfach einen Pool aus 20 Fähigkeiten, du kannst maximal halt 7 davon haben. Ja. Ist deswegen. Okay. Aber so ein, zwei coole sind da auf jeden Fall dabei. Also insofern. Solange die Psi-Lanze dabei ist, meine Lieblingsfähigkeit, ist mir alles andere egal, weil das ist einfach ein Strahl, der über die komplette Map reicht und alles in dem Weg tötet. Das heißt, wenn du dich irgendwie so tötest, so 8 Schaden machst oder sowas. Das heißt, wenn du dich richtig aufstellst, kannst du 3 Gegner oder so mit 8 Schaden einfach, egal wie weit voneinander entfernt sie sind. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Oh, Plasma, yeah. Und die Servorüstung. Und die Illyrium-Leitung. Es ist auf jeden Fall alles ziemlich geil. Okay, Illyrium-Leitung erhöht die Ausgangsleistung der Energierelais erheblich. Mhm. Also schon mal gut für die Aufrüstung. So, jetzt können wir Plasmagewehr, ist halt das Standard-Sturmgewehr. Und die Servorüstung ist die, ich glaube, die beste von den Rüstungen, die man so kaufen kann. Ja. Fortschritt langsam. Ja, wir haben halt nur 4 Wissenschaftler, wir sollten mal mehr Wissenschaftler besorgen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube auch. 12 Tage können wir warten. Ja. Wir haben ja auch erst vor nicht allzu langer Zeit die letzte neue Rüstung gehabt, also vor 5, 6, 7 Folgen. Also ich finde das schon okay. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Haben wir in Auftrag gegeben. Die könnten, ja, jetzt, die könnten wir jetzt einem, der mit so einer schweren Rüstung ausgestattet ist, dann geben. Aber müssen wir auch nicht. Das ist einfach dann nur gut, um gegnerische Rüstung zu zerschreddern. Ja. Aber es hat wir aber noch was. Ja, wenn wir wenig noch Geld haben, haben wir ja noch. Boah, was da alles negativ ist. Ja, darf man sich nicht so dran aufhängen. Das wo war das hier, ne? Im Testbereich, ja, genau. Projekt wählen. Wir könnten auch noch einen weiteren Kampfanzug oder sowas herstellen. Oder eine experimentelle Rüstung. Könnten wir auch machen. Das dauert aber auch lange. Wir haben auch noch 3 Kerne, ne? Ja, mach du, ich finde jetzt... Was ist das? Weiß ich das verbessert nicht. Alle, oder? Wir haben... Mit dieser können wir nun unser gesamtes Personal im Sprengkampf mit der neuesten Technologie verbessern. Ja, dann mach das doch. Und das kostet viel. Ja, das kostet viel, das ist bestimmt gut. Klingt gut.
Siehst du, Shen ist auch dafür. Ja. Klingt gut, Commander, das hören wir doch gern. Das sagt sie bestimmt bei allem. Ja. Verdammt. Das war eine blöde Idee, Commander. Ja. Oh, Commander, ich hab's ihnen nur zur Auswahl gegeben, um zu überprüfen, ob sie wirklich so doof sind. Ja, sorry, sind wir. Kontakt mit Kalifornien hergestellt. Jetzt können wir eigentlich surfen gehen. Ich glaube, Kalifornien ist nicht dabei. Westamerika? West-Nordamerika? Das sah auf der Karte nicht so aus. Doch, das ist Westküste. Ist alles dabei. Guck, ist alles dabei. Schön. Kalifornien nicht eher so. Kalifornien ist doch hier, also ist halbe, das Hälfte von Kalifornien ungefähr. Würde ich schätzen. Kalifornien endet ja ungefähr da, wo Mexiko anfängt. Und das ist ungefähr die Grenze von USA zu Mexiko, also hier auf der Westseite. Der Zipfel hier gehört zu Mexiko? Ja, der gehört zu Mexiko. Okay. Das ist die Baja California oder so. Das okay. Ist, ich habe lange nicht mehr Geografie gehört. Keine Ahnung. Ja, braucht man ja auch nicht. So, was machen wir jetzt hier noch machen? Das ist echt blöd, ne? Wir können uns einen Wissenschaftler holen. So. Oder Informationen sammeln. Ja, Infos brauchen wir eigentlich auch. Ja. Dringend als ein Wissenschaftler, würde ich sagen. Sagst du. Also hast du ja gerade gesagt. Ja, dann stimme ich dir zu. Gut, dann sammeln wir jetzt noch ein bisschen Informationen. Nächstes Mal geht es in den nächsten Kampfeinsatz. Auf jeden Fall, weil der kommt einfach. Der liegt vor uns. Und dann können wir ja mal die Schattenkammer uns angucken. Jetzt noch? Nächste Folge, oder? Machen wir nächste Folge. Ja. Alles klar, dann. Macht's gut.